Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder los. Ich habe mir mal wieder einen Plan gemacht, einen kleinen zumindest. Was wir denn noch so erledigen können, wo wir vielleicht nochmal ein paar Items rausschlagen können. Aktuell sind wir ja ein bisschen, nicht sicher, wo soll die Reise hingehen. Und dementsprechend, plane ich ab und zu mal ein bisschen aktuell. So, und dafür holen wir uns auch erstmal Epona an den Start. Und ich gehe jetzt erstmal an den Strand kurz. So. Wir haben auch immer noch nicht den Hookshot. Wäre geil, wenn wir den mal bekommen könnten langsam. Denn, dann könnten wir auch ins Skuldi-Haus gehen. Hookshot wäre so eine geile Maßnahme, ehrlich gesagt. Aber ich plane jetzt erstmal zur Schmiede zu gehen. Die Schmiede war nämlich im Sora-Reich. Und wir haben ja aktuell auch das goldene Pulver. Oder Goldstaub, wie man es auch nennen mag. Wir könnten außerdem nochmal ein Foto von einem... Gerudo machen. Da könnte man auch nochmal reinshooten. Oh Gott. Hallo, Link? Hing gerade irgendwie in der Animation fest. Außerdem... Warte mal ganz kurz. Hier gab es ja auch noch was zu kaufen. Ein Herzteil oder so. I guess. Hi. Ach komm. Baller die Degonus raus. Hier gibt es einen Rupor. Den kaufen wir auf jeden Fall nicht. Haha. Und hier, der hatte glaube ich... Jo. Herzteil. Das nehmen wir schon mal mit. Das ist doch eine feine Sache. Okay. Dann weiter zur Schmiede. Haben wir noch einen Herzcontainer bekommen? Ich glaube schon. So, rein da. Ja. Auch richtig schön geil, dass wir jetzt die Magieanzeige haben. Waren wir jetzt schon länger, ne? Ich bin aktuell wieder ein bisschen raus. Ich glaube, boah, locker. Weiß gar nicht. 10 Tage ist bestimmt her, dass ich aufgenommen habe. Also das hier zumindest. Hab ja in letzter Zeit immer schön unseren A Link to the Past Rook-like gezockt. War auch richtig geil. Hat so Spaß gemacht. So, was haben wir denn hier? Falls ihr das noch nicht kennt, schaut da gerne mal vorbei. Ah, perfekt. Hier ist es direkt. Ich glaube, ich brauche Geld. Wow, jetzt können wir dein Schwert verbessern. Wahaha, wie viel kostet? Ja, 100 Rubine. Hab kein Geld. Ich glaube, der schickt mich jetzt auch raus, ne? Auch so gemein. Na, der hat kein Geld, dann bringen wir auch mal unseren Kunden bitte nach draußen. So in etwa läuft das, glaube ich, ab. Okay, warte mal, wir holen mal schnell Kohle. Wir brauchen 22 Rubine. War irgendwie dumm von mir, dass ich das nicht mitgenommen habe. Bisschen, ne? Aber ich glaube, wenn wir hier so einen Schleim töten, kriegt man da relativ schnell Kohle für. I guess. Oder? Naja. Und hier gibt es ja noch mehr. Warte mal. Aua. Na, hätte ich schon unterwegs töten können. Zack. Töten wir den halt noch schnell. Oh, der hat sogar nur einen Hit aus hier. So, da müssen wir jetzt eigentlich genug Kohle haben. Der gibt sogar einen Zwacken. Okay, dankeschön. Ich sehe nichts. Cool. Ich hoffe, wir können gleich beides machen und kriegen das irgendwie noch hin, dass... Aua. 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 Kriegen das irgendwie hin, dass wir ja unser Schwert zweimal verstärken können. Kann sein, dass das im Randomizer irgendwie so gedeichselt wurde, dass wir da gar nicht warten müssen. But I don't know. We will see. Wir haben auch gar keine Magie mehr. Auch schon traurig.
Hi. Ja, ich habe auch Geld. Ich habe Geld. Guck mal. Zack. Okay. Ist cool, die Symbol. Traurig. Können wir direkt weiter verbessern? Hallo? Jetzt kann ich nicht mehr reden. Und ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Ah, schön. So. Ich habe noch Goldstaub. Genau, Sperrt wurde schon verbessert. Mit Goldstaub geht das. Wir haben Goldstaub. Pass auf. Zack. Boah, yeah. Hä? To make your sword any stronger, I need gold dust, which just so... Hä? Hier unten? Was ist denn jetzt? Darf ich? Hä? Der hätte so doof geguckt, oder? Genau. Bababam. Hier. Guck mal. Top Quality. Hä? Long School, diese Symbol. Hä, wie blöd. Okay. Hä? Hä? Aber wo hat es eben nicht geklappt? Habt ihr das verstanden? Habe ich gerade irgendwas falsch gemacht? Huh. Ah ja, okay. Alles klar. So, warte mal. Ich gehe nochmal ganz kurz hier in die Räume rein. Will nochmal ganz kurz gucken, was wir hier so haben. Okay, hier war das. Deku-Schrein. Ja, da müssten wir halt mal Lied des Erwachens lernen, ne? Und einen Boss-Key finden. Hier ist die Feenquelle. Und dann haben wir hier noch das Ding. Last but not least. Ah ne, da hinten ist auch noch der Star. Genau, hier war das. Hier müssten wir mal die Eier hinbringen. Dazu bräuchte ich aber auch den Hookshot, richtig? Ich glaube, ohne Hookshot geht es nicht. Okay. Und das ist der Laden, der mir nichts zu bieten hat. Okay. Gut, also aktuell sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Was die Soras angeht. Ich habe aber noch mehr auf meiner Liste. Selbstverständlich. Wäre ja sonst viel zu wenig. Dementsprechend... Ja, wir könnten mal schnell ein Foto machen von der Gerudo-Kriegerin. Oder was sagt ihr? Hatte ich halt das letzte Mal vergessen, das war halt doof. Ich glaube, das werde ich mal schnell holen. Und, Zack. Genau, ich werde mal schnell ein Foto von der Gerudo-Kriegerin machen. Und hoffen, dass wir da vielleicht noch ein schönes Item bekommen. Ich meine, den Typ gibt es ja auch schon ewig. So. Muss dann nur noch mal raussuchen, wo der war. Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Ich muss dann nur noch mal genauer gucken, wo das war. So. Ja, Foto machen. Kann man noch machen? Ich glaube, es reicht, wenn ich einfach so eine Gerudo-Kriegerin auf so einem Boot von hinten fotografiere, oder? Das müsste, glaube ich, ausreichen. Müssen wir mal ausprobieren. Weil ich glaube, mehr geht nicht. Ja, ich glaube, mehr geht nicht. Okay, da müssten doch jetzt hier irgendwo
Hä, war das nicht hier? Ah ne, da drüben. Ich bin so doof. Hier war das. So, ja, es ärgert mich selber ein bisschen, dass wir das nicht schon gemacht haben. Ich hätte einfach mal ein Foto machen können. Ich meine, wir waren ja schon da. Wäre jetzt kein Problem gewesen. Aber I forgot it. Vielleicht geht's auch so? Kann ich nicht zoomen? Das war ja richtig schlecht. Ja, theoretisch muss ich doch einfach nur hinten auf so ein Boot drauf hüpfen, oder? Wenn aktuell noch ein bisschen heißer, sorry Leute. Vielleicht mit den Hasenohren einfach drauf springen, vielleicht geht das ganz gut. Müssen wir mal ausprobieren. So. Das war doch nice, oder? So hässlich das Foto. Ich hoffe, es reicht. Hi. Ich hoffe, es reicht. Okay, ich guck mal ganz kurz, während ich rausgeschmissen werde. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Foto. Labyrinth in Unruhstadt. Da müsste der rumhängen, der Typ. Und dann kriege ich immer ein bisschen Magie. Magic? Nö. Leider keine Magic for me. Gut. Dann würde ich sagen, bring mal das Foto vorbei. Was sagt die Folge? 12 Minuten erst. So. Ja, bring mal das Foto vorbei. Epona müsste doch hier auch noch irgendwo rumeiern, oder? Ah ne, die ist drüben. Wir haben ja immer noch nicht... Hä? Immer nicht geschafft, den Warp-Song zu erhalten. Das macht mich leider ein bisschen traurig. Sonst könnte man hier schon viel schneller hin und her reisen von A nach B. Aber vielleicht versteckt er sich auch irgendwo einfach. So. Epona, nein! Dein Ernst. Okay. Ja, als Alternative haben wir auch immer noch den Feuertempel und den Waldtempel. Ihr habt mich ja schon eines Besseren belehrt. Das tut mir auch sehr leid. Im Waldtempel habe ich komplett versagt. Ja, da hätte ich auch was Schönes machen können, ne? Im Waldtempel. So, ich glaube, das Labyrinth hat aktuell nicht offen. Deswegen, ich werde erstmal nach Ikana gehen. Denn in Ikana... Was macht denn Epona klar? In Ikana können wir noch ein Loch öffnen. Das ist der Plan gerade. Und möglicherweise ist da was Geiles drin. Möglicherweise. Wir hoffen einfach mal. Als letzte Maßnahme würde ich dann, glaube ich, in den Eistempel gehen. So, aber hier drunter, ne, unter dem Stein. Aua, jetzt wurde ich verflucht. Geil. Kann ich das eigentlich hochheben? Nö. Was? Ich hab's gelöscht. Ich hab das Foto gelöscht. Ich trottel. Ich hol's gleich nochmal, Leute. Nein! Da stand eigentlich behalten, ne? Ich bin so ein Trottel. Hallo? Und hier komme ich jetzt nicht weiter, weil er schläft, oder was? Ey. Kann man den trotzdem irgendwie töten? Ich glaube nicht. Wow, ich habe ja gerade komplett versagt, Leute. Okay, pass auf. Ich mach mal kurz Tag. Dann haben wir den Stein weg.
Ah, oh, ich habe das Foto gelöscht. Autsch, autsch, autsch. Ja, das werde ich euch nicht nochmal zeigen, wie ich das hole. Das skippe ich gleich zurecht. Das tut mir echt leid. Das war vollkommen meine Schuld. So, jetzt? Aber soll es aber klappen, oder? Genau. Weil nachts kommt das Ding halt nicht raus. So, das war's doch schon. Und eine Schatzkiste. Ja, sogar was Wichtiges. Oh, geil. Gut, 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 gut. Das hätten wir schon die ganze Zeit haben können, ne? Krabbelminen, Ocarina of Time. Ha! Das ist doch nicht wichtig. Na. Shit. Okay, Leute, ich hole nochmal kurz das Foto. In der Hoffnung, dass das was bringt. Bis gleich. Das Foto habe ich wieder, Leute. Das geht mal jetzt mal eben schnell ab. Wir müssten auch immer noch mal Rubine farmen, ne? Da könnte es ja auch noch mal einen Spot geben. Könnte. Heißt nicht, dass es was gibt, aber ich meine, prinzipiell ist es auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen Kohle hat. Okay, wir geben erstmal schnell das Foto ab. Ich hoffe, es reicht. Die Nackenaufnahme. Jo, 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 ich weiß doch schon, was du haben willst. Okay, er muss auch mit dem Sora reden. Ne, muss er nicht. Hä? Achso, ich muss mit dem reden, ne? Ich erinnere mich. So, zack. Gucke mal, hier haben wir eine schöne Nackenaufnahme. Jo, reicht ihm. Oh, wir kriegen tatsächlich das Seepferdchen. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Ich hätte gedacht, das ist gerandomized. Oh. Oh. Ja, da können wir... Also Eier holen, ja. Da gibt es aber auch allgemein noch ein paar Schätze. Schatzkisten etc., ne? Glaube ich. Und am Ende gibt es ja noch ein Herzteil. Ja, ich glaube, wir bringen mal das Seepferdchen dahin. Oh Gott. Aber ich muss es später halt nochmal machen, glaube ich. Warte mal, Epona, Epona, Epona. Ba, ba, ba. Epona ist am Start. Wir haben das Seepferdchen. Ja, wir bräuchten halt den Enterhaken, ne? War den da jetzt noch bekommen? Das wäre geil. Weil ohne Enterhaken können wir das halt nicht beenden. Und das ist auf jeden Fall so eine Sache, die bleibt doch nicht gespeichert. Aber man bekommt halt auch Items, wenn man das so erstmal auf die Ketten kriegt und alle tötet. Dann kommt ja das Seepferdchen, kriegst ein random Item. Menno. Schwierig. Ja, im schlechtesten Fall müssen wir es halt nochmal machen. Weil ich glaube, nee, die Eier werden nicht gespeichert bleiben halt. Die muss ich dann nochmal holen. Jetzt weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Leute. Was sagt denn ihr? Ich mach's einfach mal. Muss sein. So. Also allgemein gibt's halt schon einmal ein random Item, dass die beiden sich wiederfinden, die zwei Seepferdchen. So. Bam, bam. Die Mucke, ey. So, komm mal raus, mein Junge. Da würde ich sagen, schwimmen wir noch hin in der Folge und im nächsten Part machen wir es fertig. Ich meine, das kann man theoretisch auch ohne das Seepferdchen machen. Aber da sind meine Skills nicht ganz so gut ausgeprägt für
Majora's Mask. Leider. Aber theoretisch wäre es möglich. Mit ein bisschen probieren. So, Dankeschön. Und hier gibt es halt auch, guck mal, hier gibt es schon zwei Schatzkisten. Könnte halt auch was Krasses drin sein. Könnte. So. Was wir auch brauchen, ist Mana. Seeschlangen müssen wir alle töten. Sehr schön. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr denkt, hier ist was Gutes. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.